Hallo und herzlich willkommen bei AZ-TV. Mein Name ist Carina Stelter und das sind die Top-Themen für den Montag. Vermutlich wegen einer großen Windhose gab es in der Nacht zum vergangenen Sonnabend starke Sturmschäden im südlichen Landkreis Uelzen. Das Forstamt Bad Bodenteich schätzt den Schaden an Holz auf etwa 1000 Festmeter. Das sind in etwa 40 LKW-Ladungen. Schäden gab es auch an einer Straße zwischen den Dörfern Bockholt und Wabitz. Das Wurzelwerk eines umstürzenden Baumes beschädigte die Telefonleitung. In Wawitz gab es daraufhin Probleme mit der Telefon- und Internetleitung. Auch im Jahr 2010 sind unterm Strich mehr Menschen in den Landkreis Uelzen gezogen, als im gleichen Zeitraum aus der Region abgewandert sind. Das belegt eine aktuelle Statistik des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie in Hannover. Damit setzte sich offensichtlich die positive Entwicklung der vergangenen 10 Jahre fort, freut sich Uelzens erster Kreisrat Uwe Liestmann. Anders als dies gemeinhin in der Öffentlichkeit wahrgenommen bzw. dargestellt werde. Die Jabelmann-Halle wird umgebaut. Betreiber Ulrich Gustevel investiert eine Summe in sechsstelliger Höhe für die Sanierung des Hallendaches, Dämmung und Schallschutz. Mehr dazu lesen Sie in der AZ. Und nun ein Blick in den Landkreis Gifhorn. Eine Satellitenkopfstation könnte die Lösung sein, um die weißen Flecken der Internetversorgung in den Warenholzer Ortsteilen Weißes Moor und Transvaal zu füllen. Das ist jedenfalls der Vorschlag, den das Unternehmen Filiago anbietet. Projektleiter Klaus Leckelt hat den Einwohnern das Prinzip bei einer Informationsveranstaltung näher erläutert. Und nun zum Wetter. Der Juli klingt in der Heide mit einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken aus. Schauer bleiben morgen weitgehend außen vor. Bei einem schwachen bis mäßigen Südwestwind geben sich die Temperaturen mit maximal 20 bis 21 Grad und 11 bis 12 Grad in der wolkigen Nacht aber noch zurückhaltend. Das ändert sich ab Mittwoch, wenn der Sommer sein Comeback startet. Das war's von AZ-TV. Tschüss und ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten.